hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Hendrik. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mike Vinsay, 3. September 2021, übersetzt von Martin Gadot. Wieder einmal habe ich eine Kryon-Botschaft gefunden, die bisher die informativste über das Leben nach dem Tod ist. Ich übermittle euch die ersten beiden Abschnitte, die das Leben nach dem Tod beschreiben. Der Rest dieser Botschaft behandelt dasselbe Thema und ist äußerst aufschlussreich und erbaulich. Kryon 2021. Das wahre Du. Bevor ihr in diesem Leben als Menschen hierher gekommen seid, ihr Lieben, wart ihr tatsächlich Teil der Schöpferquelle. Was sind die Grenzen eines Engels ohne einen Körper, ohne Augen, ohne Ohren? Ohne einen Körper gibt es keine Einschränkungen. Ihr existiert in der Ursuppe des Schöpfers aus reiner Liebe. Und doch habt ihr einen Namen. Ihr seid ewige Seelen, älter als dieses Universum, älter als alle Universen, die es später gab, und ihr seid bereit, auf den Planeten zurückzukehren. Ihr habt dies bereits auf anderen Planeten getan, in anderen Szenarien, anderen Universen, anderen Galaxien. Und das ist etwas, was ihr sehr oft tut. So alt bist du, alte Seele. Wie würde es also sein, Teil dieser Schöpferquelle zu sein, und wo wärt ihr dann? Da gibt es kein Wo, wisst ihr? Wenn ihr fragt, wo ist Gott, was ist die Antwort? Ja, ihr könnt der Liebe, dem Schöpfer, keinen Ort zuordnen. Da ihr also Teil der Ursuppe seid, die der Schöpfer ist, alte Seelen mit Namen, seid ihr viele Seelen mit Namen. Ihr könnt alles sehen, könnt jede existierende Lichtschwingung sehen, könnt jede Schwingungsfrequenz hören, und das bedeutet, dass dies jenseits des menschlichen Gehörs geschieht. Ihr könnt Licht hören, die Farben sind nicht auf die Netzhaut beschränkt, es gibt keine Begrenzung, und das, was eure Galaxis ist erstaunlich. Voller Regenbögen, Klänge, voller Schönheit, voller Geist, voller Leben. Und das könnt ihr alles sehen. Das ist es, was ihr seid. Somit seid ihr nicht nur jene, die ihr im Spiegel seht. Ich möchte, dass ihr entdeckt, wer ihr eigentlich seid. Hattet ihr nicht schon gelegentlich so eine Art Gänsehaut? Das Gefühl, dass dies wahr sein könnte? Das Gefühl, dass ihr in Wahrheit nur ein Gefäß seid? Eine Biologie, die kommt und geht? Irgendwie werdet ihr in eine Energie hineingeboren und dann geht ihr wieder. Eine Eintagsfliege der Existenz einer Seele? Das macht keinen Sinn. Ihr Lieben, 80% der Bewohner eures Planeten haben die Intuition, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Was sagt euch das? Es ist offensichtlich, dass ihr mehr seid, als es scheint. Mike Vinsay, 3. September 2021. Die Zeit schien vorübergehend stillzustehen, doch in dieser Zeit, die ihr jetzt erlebt habt, hat sich sehr vieles verändert, sodass es nie wieder in den Zustand zurückkehren wird, in dem es vorher war. Das war beabsichtigt, denn sonst hättet ihr in den alten Energien festgesteckt, als sie schon nicht mehr in die neue Gegenwart passten. Natürlich brachte dies eine Menge Umwälzungen und Unannehmlichkeiten mit sich, aber das war unvermeidlich und ihr werdet schließlich selbst feststellen, dass all das notwendig war, um euch weiterzubringen. Das Beste kommt noch und ihr werdet sehen, dass sich die Opfer, die ihr gebracht habt, gelohnt haben. Es ist nichts Ungewöhnliches an dem, was geschehen ist. Es ist der normale Zustand, wenn ihr das Ende eines Zyklus erreicht habt und diese Übergangszeit euch nun Zeit lässt, euch auf Veränderungen einzustellen. Der Schöpfer hat verfügt, dass alle Seelen, die in ihrer Evolution weiter vorankommen konnten, ihren Platz auf der Ebene einnehmen sollen, für die sie selbst bereit sind,
und das bedeutet für den Großteil eurer Zivilisation einen neuen Weg. Es ist klar, dass einige noch nicht für große Fortschritte bereit sind. Sie werden einen für sie geeigneten weiteren Evolutionspfad beschreiten, um sich auf ihm voranzubewegen. Jede Seele wird die ihr angemessene Ebene finden. Ihr werdet feststellen, dass nicht alle Menschen gleiche Erwartungen haben, was die Zukunft betrifft. Selbst diejenigen, die spirituell fortgeschritten sind, denn es gibt viele Versionen der Endzeit eures gegenwärtigen Zyklus. Konzentriert euch also lieber auf euer eigenes Verständnis, im Wissen, dass alle Wege im Laufe der Zeit zur Wahrheit führen. Solange ihr entsprechend bestrebt seid, könnt ihr sicher sein, dass die Wahrheit schließlich zu euch kommen wird. Seid offen für neue Wege des Begreifens und solange diese Wege positiv sind, werdet ihr Fortschritte erreichen. Man wird euch niemals Wissen vermitteln, das euer aktuelles Begriffsvermögen übersteigt, um sicherzustellen, dass ihr stetige Fortschritte machen könnt. Natürlich spielen auch eure Geistführer eine Rolle, wenn es darum geht, euch zu helfen, auf eurem Weg zu bleiben. Und deren Einfluss kann ziemlich nachdrücklich sein, wenn es nötig ist. Ihr habt einen sehr langen Weg zurückgelegt, um dorthin zu gelangen, wo ihr euch zurzeit befindet. Verderbt euch also nicht eure Aufstiegschancen dadurch, dass ihr in eurer Konzentration nachlasst. Die Gelegenheit, die sich euch zurzeit bietet, wird es für lange Zeit nicht mehr geben. Was für eine Chance also, die sich euch da bietet. Haltet eure Blicke gerade ausgerichtet, dann werdet ihr sicher erfolgreich sein. Könntet ihr doch nur das Potenzial sehen, das da vor euch liegt. Wir können es sehen und es ist so wunderbar, dass wir kaum passende Worte finden können, es zu beschreiben. Könnt ihr euch ein Leben vorstellen, das gesegnet und derart schön ist, dass ihr glauben könntet, ihr hättet die ultimative Ebene des Friedens und der Schönheit erreicht? Allein schon die Tatsache, von der Aufmerksamkeit der Dunkelmächte befreit zu sein, wäre wunderbar. Aber zusätzlich die erstaunlichen Farben zu sehen und deren Energien zu spüren, wird euch auf neue Höhen heben. Betrachtet jeden anderen so wie euch selbst, wenn dieser seinen Weg geht und erkennt dessen Recht an, sich so zu entwickeln, wie er sie es möchte. Viele Seelen sind sich nicht einmal dessen bewusst, dass sie einen Lebensplan haben und neigen daher eher dazu, sich durch das Leben zu wursteln, aber sie werden mit Aufgaben konfrontiert sein, die sie aufrichten können und in ihrer Evolution voranbringen sollen. Indes ist fast sicher, dass die meisten Seelen hunderte von Lebenszeiten durchlebt haben, an die sie sich kaum oder gar nicht erinnern können. Wenn ihr jedoch in die höheren Reiche aufsteigt, wird euer Bewusstseinsniveau anwachsen und ihr werdet beginnen, euch wieder zu erinnern. Natürlich erinnert ihr euch unbewusst auch jetzt und was ihr in vielen Lebenszeiten gelernt habt, beeinflusst euch zurzeit. Schreitet unterdessen behutsam weiter voran, denn eure Gedanken und Handlungen gewinnen allmählich immer mehr an Macht. Überlegt euch also genau, was ihr euch wünscht und setzt es immer für positive Zwecke ein, sonst könnte es euch verfolgen. Betrachtet alle Seelen wie euch selbst und behandelt sie wie eure Brüder und Schwestern, denn ihr seid alle eins und könnt Gutes tun, indem ihr euch gegenseitig helft, das Beste aus dem Leben zu machen. Gute Taten kommen in der Regel zu euch zurück, denn was ihr einem anderen antut, tut ihr auch an euch selbst. Ich hinterlasse euch meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst. Jede Seele hat die gleiche Verbindung zu Gott. In Liebe und Licht. Mike Quinsey. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.